Krieg in Europa. Russland greift die Ukraine an, die Börsen brechen ein, vor allem russische Aktien brechen natürlich ein. Soll man an diesen russischen Aktien jetzt noch festhalten oder geht man damit immer noch ein hohes Risiko ein, bis hin zum Risiko von Totalverlusten, eventuell zum Beispiel durch Handelsverbote oder bei einer Löschung von russischen ADRs? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. So schnell kann es gehen, liebe Zuschauer. Ich habe vor einer Woche hier noch ein Video gemacht zu russischen Aktien. Das war durchaus halbwegs zuversichtlich noch. Also Olaf Scholz ist da zum Beispiel gerade zurückgekommen aus Moskau. Dann Putin hat damals einen Teilabzug von seinen Truppen angekündigt. Ja, das klang also nicht völlig schlecht damals. Nur jetzt wissen wir leider, alles Makulatur. Die Lage ist jetzt komplett eskaliert. Da kann man auch wirklich nicht mehr viel schönreden. Es ist eine Eskalation, mit der die meisten Marktteilnehmer so nicht gerechnet haben. Ich habe Ihnen ja gezeigt, wie sich der RTS-Index so Ende Januar, Anfang Februar entwickelt hat. Da hat er sich ja plötzlich wieder erholt um fast 20%. Das liegt auch an dem Putin-Bild, das man gehabt hat in der Krise. Man hat Putin in erster Linie als jemanden gesehen, der hoch pokert da, der da jetzt kaltschnäuzig so eine Drohkulisse hochzieht, aber eben nur darum, um seine Forderungen jetzt mal richtig auf den Tisch zu bringen. Und wenn es das nur gewesen wäre, dann hätte man sagen können, er war da auf keinem schlechten Weg. Man hat aber eben auch gleichzeitig gedacht, dass er eben trotzdem sehr rational handelt und dass er darum eben auch nicht bis zum Äußersten gehen wird, weil das seinem Land dann ja auch sehr schadet. Nur heute wissen wir, das war alles überhaupt gar nicht so. Also, sondern wer recht gehabt hat von Anfang an, das waren die Amerikaner. Also die, die immer gesagt haben, hier passiert nichts anderes, als dass ein Angriff auf die Ukraine vorbereitet wird. Was teilweise belächelt worden ist, zum Teil ja auch hier von mir. Ich habe zwar schon gesagt hier, dass natürlich der Worst Case möglich ist, jederzeit, und dass wir dann auch noch eine ziemliche Fallhöhe haben bei russischen Aktien, aber es war nicht das, wo ich damals gesagt hätte, dass es das Ergebnis, das am wahrscheinlichsten ist. Was kommt als nächstes jetzt? Jetzt kommen westliche Sanktionen, sehr wahrscheinlich. Wir wissen noch nicht ganz genau, was und welche. Die härteren Sanktionen, die hat der Westen natürlich zurückgehalten, damit er genau für den Fall, den wir jetzt haben, eben noch was in petto hat. Und da ist jetzt einiges möglich, das für Russland eben jetzt auch nicht mehr so harmlos ist, wie das, was bis jetzt gekommen ist. Und so wie die Stimmung ist im Moment, da habe ich schon den Eindruck, der Westen will jetzt Russland auch wirklich hart bestrafen. Auf der anderen Seite, der Aktienmarkt hat darauf jetzt natürlich auch schon sehr stark reagiert, ist auch klar. Also der RTS-Index ist heute früh um über 40% gefallen und liegt jetzt immer noch mehr als 30% im Minus. Hier haben wir ihn auf Sicht von einem halben Jahr. Er hat sich damit seit seinem Hoch im Oktober schon mehr als halbiert, obwohl er ja damals schon nicht besonders hoch bewertet war. Und damit gibt es bestimmt auch wieder Anleger, die sagen, ist mir völlig egal, was gerade passiert, ich kaufe jetzt. Russland ist so billig, was soll da jetzt noch groß passieren? Kaufen, wenn die Kanonen donnern, sozusagen. In der jetzigen konkreten Lage, was ist davon zu halten? Es stimmt, Leute, die kaufen in solchen Situationen, die profitieren davon oft. Das ist zum Beispiel jetzt wieder der RTS-Index die letzten 10 Jahre. Die erste Ukraine-Krise war 2014. Die Welt war damals auch völlig geschockt. Sie war völlig fassungslos. Der Markt ist eingebrochen. Und für die meisten Anleger war damals auch klar, Russland ist uninvestierbar. Das wird nichts mehr. Gekommen ist es dann aber völlig anders. Von dem Tief aus Ende 2014, da war Moskau dann eine der besten Börsen der Welt die nächsten Jahre. Und der RTS hat sich ja in der Spitze dann mehr als verdreifacht. Und das haben viele natürlich jetzt wieder vor Augen.
Man muss dabei aber sehen, erstens, das Tief ist 2016 nochmal getestet worden. Es war also mindestens ein Jahr lang nicht so klar, ob man das Tief überhaupt schon erreicht hat. Und zweitens, diesmal ist die Lage vielleicht schon anders, vor allem bei den westlichen Sanktionen. Man muss es ja einfach mal so sagen, die Sanktionen damals und das, was die Jahre danach auch immer wieder so tröpfchenweise gekommen ist, das war ja nicht wirklich hart. Also es hat Russland beeinträchtigt, keine Frage, aber der Schaden war jetzt nicht immens. Und das haben die Marktteilnehmer eben auch gemerkt, irgendwann mal, dass man da mehr oder weniger zur Normalität zurückgehen kann auch. Und das muss diesmal aber nicht mehr unbedingt so sein. Im Nachhinein sieht natürlich sowieso immer alles völlig logisch aus und total einfach, aber erstens, der Konflikt ist ja jetzt gerade erst eskaliert. Also wir wissen überhaupt nicht, an welchem Punkt wir da sind in dem Konflikt. Und zweitens, wir haben auch nicht die geringste Ahnung davon, was in den nächsten Wochen kommt und wie sich das auswirken wird. Wir wissen nur, dass sehr wahrscheinlich was kommt. Und natürlich sind russische Aktien jetzt sehr billig. Der MSCI Russia Index, der ist jetzt wahrscheinlich bewertet mit einem KGV ungefähr von 4. Dividendenrendite dürfte jetzt langsam so im Bereich von 10% liegen. Und es wird jetzt auch nicht wenige Unternehmen geben in Russland, die nach wie vor ganz normal wirtschaften werden, die ganz normal Gewinne erzielen werden und die von dem Ganzen gar nicht großartig tangiert werden. Das trifft jetzt nicht auf alle zu, aber schon auf einige. Und es wird jetzt auch wieder Überlegungen geben, natürlich in die Richtung, wer ist überhaupt wie gefährdet. Also weil es ja schon einen Unterschied macht, einen großen Unterschied, in welchem Sektor ein Unternehmen ist gerade. Oder ob es vom Staat kontrolliert wird, oder ob es von irgendeinem kremlnahen Oligarchen kontrolliert wird, oder aber ob es einfach ein stinknormales, börsennotiertes Unternehmen ist, in einem völlig harmlosen, unpolitischen Sektor. Und ich kann darüber auch gern mal ein Video machen zu dem Thema, falls das noch irgendwen interessieren sollte. Und eine von den Abstrusitäten, die wir gerade haben, das ist ja auch die, dass die Krise natürlich die Preise für Öl und Gas hochtreibt und dass sie auch den Goldpreis hochtreibt. Und im Prinzip ist das ja eigentlich genau das, wo gerade die russischen Unternehmen überdurchschnittlich davon profitieren würden, zumindest operativ jetzt mal. Und was Gold betrifft und Goldaktien betrifft, da darf ich vielleicht kurz nochmal einschieben. Es gibt dazu nächste Woche am Montag ein Video von mir. Da geht es um die auffallend niedrigen Bewertungen von Goldminenaktien relativ zum Goldpreis. Das ist nämlich auch eine sehr interessante Entwicklung. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei und passend dazu kommt dann nächste Woche auch gleich ein neuer Zukunftsmärkte-Report von uns mit den Updates von uns zu Aktien von großen Goldproduzenten, also Newmont, Barrick Gold, Agnico Eagle und so weiter. Wo stehen die? Wie schätzen wir die ein? Und so weiter. Die Reports von uns, die sind gratis natürlich. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen, Sie müssen sich dafür einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Soll heißen, Fans von Goldaktien, die kommen nächste Woche hier voll auf ihre Kosten. Aber was jetzt Russland betrifft, wir wissen eben nicht, wie werden die Unternehmen jetzt beeinträchtigt durch die Sanktionen und wie werden wir als Aktionäre von diesen Unternehmen möglicherweise auch beeinträchtigt. Was er zum Beispiel droht, sind Dinge wie Technologieembargos jetzt, dass also Russland nicht mehr beliefert wird mit bestimmter Technologie. Und das ist auch nicht besonders lustig für viele Unternehmen. Und auch, was ja mehrmals angedroht worden ist schon, das Abschneiden Russlands vom Bankenzahlungsabwicklungssystem SWIFT. Ich bin da sehr gespannt, weil das hätte ja auch harte Folgen von uns. Weil wie gesagt, wie bezahlt man denn zum Beispiel Erdgas dann noch? Tragen wir das Geld dann in einem Koffer rüber oder wie? Oder kriegen wir überhaupt dann noch Erdgas? Viele, viele Fragen. Und die russischen Aktien, die wir hier handeln, vermeintlich, das sind ja ADRs. Also Hinterlegungsscheine auf russische Aktien. Und wenn man Russland jetzt das SWIFT-System abschaltet, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass so ein ADR-System auf russische Aktien überlebt. Genauso wenig, wie dass da dann noch Dividenden kommen sollten. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber davon mal ganz abgesehen.
Es kann ja auch sein, dass man einfach auch hier den Handel und den Besitz von russischen Aktien untersagt. Ist im Moment jetzt noch kein Thema, aber es ist auch nicht mehr abwegig eben. Nehmen wir China, da gibt es das ja schon, die schwarze Liste in den USA mit inzwischen 60 chinesischen Unternehmen drauf, in die US-Anleger nicht mehr investieren dürfen. China Mobile zum Beispiel, dann China Railway Construction, Semiconductor Manufacturing. Die sind dann für US-Anleger nicht mehr handelbar und dadurch eben in vielen Fällen auch für Anleger hier bei uns. Und es ist ja sowieso erstaunlich, also mit was für Sanktionen ja im Grunde China überzogen worden ist von den USA in den letzten Jahren und wie zurückhaltend ja eigentlich die Russland-Sanktionen waren im Vergleich dazu. Aber jetzt ist die Lage eben wahrscheinlich schon anders und das muss man jetzt eben auch wirklich im Auge haben, das Thema. Sonst sitzt man da am Ende auf lauter Depotleichen, das ist höchst ärgerlich. Und wenn Sie jetzt sagen, ist mir doch egal, dann gehe ich eben zu so einem Broker, wo ich die richtigen Aktien handeln kann, die Aktien direkt an der Börse Moskau. Da muss man dann aber auch bedenken, viele Broker, die sowas anbieten, das sind US-Broker oder Ableger von US-Brokern und die werden das eben dann auch unterbinden. Und bei uns können ja solche Einschränkungen dann natürlich auch genauso kommen. Vor dem Hintergrund, viele haben jetzt natürlich noch russische Aktien, ich bin mir sicher, einige werden jetzt auch noch kaufen, aber wenn man das macht, also man muss dann wirklich schon wissen, was man tut, auf was man sich da gerade einlässt und was man auch im Einzelnen dann wirklich hat. Und das muss man dann auch, denke ich, jetzt sehr genau beobachten, alles, also mehr oder weniger Tag für Tag. Und idealerweise, also wenn man russische Aktien hat, dann sichert man sich entweder konsequent ab mit Stops oder so, oder man hat eben wirklich nur auch kleine Positionen. Ich rate ab im Moment von russischen Aktien. Es gibt natürlich ein Risiko, dass man damit jetzt vielleicht was verpasst, aber es gibt eben genauso immer noch ein sehr hohes Risiko nach wie vor, ein Risiko von noch mehr Kursverlusten. Und das so sagen zu müssen, das tut mir am allermeisten weh. Ich habe mich immer viel beschäftigt in den letzten Jahren mit russischen Aktien, auch weil ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass es da hervorragende Unternehmen gibt und immer gegeben hat. Es geht jetzt aber hier nicht nur um uns Anleger und um unsere Depots, sondern wir haben jetzt ja wirklich Krieg in Europa. Wir können uns hier wunderbar darüber streiten wieder, wer schuld ist jetzt an dem Ganzen und wer hier der Böse ist in dem Konflikt. Davon werden jetzt auch viele Gebrauch machen natürlich in den Kommentaren. Also tun Sie bitte alle, was Sie tun müssen. Aber vergessen wir nicht, es zeichnet sich hier im Moment auch eine große menschliche Tragödie ab. Das Ganze ist völlig unnötig, meiner Meinung nach, so wie die Krise 2014 auch schon unnötig war. Und was immer da die Notwendigkeiten jetzt sind, die man sieht von russischer Seite, in geopolitischer Sicht, so glaube ich doch, dass gerade Russland dafür einen hohen Preis schon mal bezahlt hat und dass es diesmal wieder einen zu hohen Preis zahlen wird. Weil wenn wir uns Russland anschauen, zum Beispiel im Jahr 2012, 2013, also vorher, das war natürlich auch nicht perfekt alles, aber es war damals ein Land, das wirklich Riesenfortschritte gemacht hat, das sich herausgearbeitet hat aus dem Chaos in den 90er Jahren und das ja über Reichtümer verfügt, Rohstoffe, Bodenschätze, eine riesige Landmasse, eine Bevölkerung, die wirklich ehrgeizig ist, gut ausgebildet ist. Ein Land, das letzten Endes schon unglaubliche Entwicklungsmöglichkeiten gehabt hätte und immer noch hat und wo sich die Investoren ja auch wirklich drum reißen würden, da was aufzubauen. Und die letzten Jahre ist aber auch schon viel verloren gegangen von dem, was eigentlich möglich gewesen wäre, was da gewesen wäre an Potenzial. Und jetzt geht eben wieder sehr viel kaputt, wahrscheinlich auch für viele, viele Jahre. Man kann nur hoffen, dass sich das irgendwann auch mal wieder ändert. Für mich persönlich war Russland immer eins der interessantesten Länder überhaupt für Anleger. Vielleicht wird es ja auch irgendwann mal wieder so. Hilft es aber alles nichts, machen wir weiter. Denken Sie auch noch dran, dass Sie sich eintragen noch für unseren nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report zu den Blue Chips aus dem Goldsektor auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.